Tagesordnungspunkt 10. Hier geht es um Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung Verlustausgleich Dresdner Verkehrsbetriebe AG zwischen der Landeshauptstadt und den Technischen Werken und den Verkehrsbetrieben. Wir haben das ja in den letzten Monaten schon mehrmals erörtern dürfen, dass die finanziellen Notwendigkeiten der Zuschüsse sowohl bei den Verkehrsbetrieben wie auch bei den Bädern zugenommen haben. Wir als Technische Werke die Leistungskraft erreicht haben, die bei 55 Millionen Euro im Jahr derzeit liegen, und deswegen eine Absicherung der weiteren Finanzierung im Rahmen der Haushaltsplanungen notwendig sind. Wir selber als Landeshauptstadt haben bereits eine entsprechende Dynamisierung des städtischen Zuschusses in der Haushaltsplanung und in der Mittelfristplanung eingestellt. Wenn aber auch andere Träger die Bestellen von Verkehrsleistungen nie adäquat finanzieren, dann müssen wir eben mit dem weiteren Haushaltsplanung diskutieren und die Leistungsfähigkeit entsprechend entscheiden hier im Rat. Wir können nur den Konzern nicht weiter in finanzielles Obligo nehmen über deren Leistungsfähigkeit hinaus, sonst würden wir unseren technischen Werke in eine noch schwierigere Situation hineinfahren, als es ohnehin schon ist. Das haben wir Ihnen aufbereitet und möchten, dass wir zu einer entsprechenden Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung zwischen den Verkehrsbetrieben und dem Thema Verlustausgleich kommen mit der Landeshauptstadt und den Technischen Werken als Partner. Und ich darf Sie bitten, dass Sie dieser Vorlage Ihre Zustimmung geben. Wir würden zur Debatte einsteigen in die Fraktionsrunde, und die würde beginnen mit der CDU-Fraktion. Herr Krüger, bitte. Top 10. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, in den vergangenen zwei Jahren wurde sowohl in den Gremien des Konzerns TWD als auch im Finanzausschuss der Landeshauptstadt Dresden mehrfach thematisiert, dass aufgrund stark steigender Verluste in den Bereichen Verkehr und Bäder die finanzielle Tragfähigkeit des TWD-Konzerns nicht mehr gesichert ist. Die nachhaltige Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Technischen Werke Dresden soll in mehreren Schritten wiederhergestellt werden. Dies beinhaltet in einem ersten Schritt den Abbau der Altverbindlichkeiten von Dresdner Verkehrsbetriebe AG und Dresdner Werder GmbH, siehe die nachfolgende Vorlage, und in einem nächsten Schritt ist die Finanzierung der laufenden Verluste der Dresdner Verkehrsbetriebe AG zu klären. Ein weiteres Thema ist die nachhaltige Finanzierung zukünftiger Investitionen der Dresdner Verkehrsbetriebe. Diese werden wir im Rahmen der künftigen Wirtschaftsplanung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG sowie der städtischen Haushaltsberatung im Blick behalten müssen, um erneutes Aufwachsen sogenannter Altverbindlichkeiten zu verhindern. Die zu schließende Finanzierungsvereinbarung regelt das zukünftige Verfahren zum Verlustausgleich, nicht allerdings die konkreten Verlustausgleiche. Das ist zum Verständnis eine wichtige Differenzierung und Klarstellung. Über die konkreten Zuschüsse ist damit im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung zu entscheiden. Für uns ist auch wichtig der Passus in der Vereinbarung, dass die Landeshauptstadt Dresden und TWD diese Vereinbarung jeweils mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende kündigen können. Klar ist auch, Bedingung für eine Kündigung durch die TWD ist eine vorherige Zustimmung der Gesellschaftsversammlung zur Kündigung. Werte Kolleginnen und Kollegen, unabhängig von diesem vertragstechnischen Vorgang müssen wir uns zeitnah ehrlich machen. Wir müssen uns fragen, wie viel uns ist der ÖPNV in Dresden wert? Müssen wir es zum Beispiel überall die neuen, teuren Stadtbahnwagen sein? Oder reichen auf einigen Strecken nicht auch die derzeitigen Langzüge? Brauchen wir wirklich überall die extrem teuren Elektrobusse? Brauchen wir in der dicht mit ÖPNV versehenen Innenstadt den Mobi-Shuttle?
Gehören künftig Fahrradparkhäuser zur Kernaufgabe der DVB? Die Aufzählung ließe sich endlos fortführen. Um es klar zu sagen, damit nicht die linksgrüne Seite, sind Sie aufgewacht, Frau Filiusene, linksgrüne Seite in Schnappatmung verfällt, die CDU-Fraktion steht ohne Wenn und Aber zu unserer DVB und ist stolz über das Erreichte. Wir sind mit uns, Herr Dr. Deppe, sehr zweifelhaft. Wir sind uns mit den Nutzern, also den Dresdnern und ihrer Gäste, einig. Was aber nicht geht, ist ein weiterer, unkontrollierter Zuwachs an Ausgaben ohne einen spürbaren Mehrwert an Qualität und deutlich höheren Nutzungszahlen. Wir müssen die Gremien bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne auch beim Zuschussbedarf im künftigen Haushalt verantwortungsbewusst entscheiden. Wir werden der Vorlage zustimmen, aber ich bin mir sicher, dass uns dieses Thema auch künftig noch begleiten wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir setzen fort mit Fraktion Die Linke, Herr Giesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, was es leicht macht, den beiden heute vorliegenden Vereinbarungen zuzustimmen, ist, dass sie in der Sache eigentlich nur Absichtserklärung sind. Aber diese politische Absicht, die dahinter steht, muss man schon hinterfragen. Richtig ist, dass man überall, wo Geld ausgegeben wird, genau hinschauen muss. Lege den Finger auf jeden Posten, stand, glaube ich, mal irgendwo zu lesen. Was aber nicht richtig ist, ist eine Legende, die gestrickt wird, nämlich die Legende von der mangelnden Leistungsfähigkeit der technischen Werke. Und da muss man dann mal schauen, was passiert denn in den Gremien, wo wird denn über die Leistungsfähigkeit entschieden und warum sind denn die technischen Werke im Moment scheinbar nicht leistungsfähig. Also zuerst, Peter Krüger, was die DVB machen, kann dort im Aufsichtsrat entschieden werden in mittelfristigen Planungen. Und ich habe wenig bisher gehört, dass die CDU da heftigen Widerstand geleistet hätte. Ja, das Gleiche, ich hatte letztens hier in der Zeitung ein Déjà-vu, nein, kein Déjà-vu, ein erstauntes Aufwachen. Dr. Deppe von den Grünen hat zum Beispiel vorgeschlagen, es müssten andere Preise bei der Fernwärme, bei der Sachsenenergie verlangt werden. Ja, das muss man, wenn man das will, in den entsprechenden Gremien machen und dort diskutieren. Und dann ergibt sich aus diesen Diskussionen ein Plan, wie dieses Unternehmen wirtschaften soll. Und dann haben wir jetzt was ganz Spannendes. Wir haben diese Pläne beschlossen und danach haben wir außerordentliche, riesige, überplanmäßige Gewinne. Und das ist ein Konstruktionsfehler. Den Konstruktionsfehler haben wir bei den technischen Werken mit der Sachsenenergie als Tochter. Und wir haben denselben Konstruktionsfehler zum Beispiel bei den Sparkassen, wo hinter extremen, überplanmäßigen Gewinnen und uns als Stadt, die dieses Geld dringend braucht, so viele Zwischenstufen gebaut sind, dass von diesem extremen, außerordentlichen Gewinn einfach nichts bei uns ankommt. Nichts. Und das, sozusagen, ist die Konstruktion bei den technischen Werken. Dort haben wir also eine Vereinbarung, wir bekommen in seinem Maximum begrenzte Ausschüttung. Das haben wir irgendwann mal vereinbart. Mit der Begründung, es müsse Eigenkapital aufgebaut werden. Das kann schon sein. Aber der Pfad, in dem wir Eigenkapital aufbauen, muss ja in der mittelfristigen Planung beschlossen werden. Das ist der Pfad. Und alles drüber, darüber müssten wir mit den anderen Eigentümern, den anderen Kommunen doch reden können, wie man das benutzen kann, um dringende kommunale Aufgaben zu lösen. Und das tun wir nicht, sondern wir akzeptieren hier, dass diese riesigen Gewinne, es sind mehrere hundert Millionen in beiden Bereichen, die ich jetzt mal angerissen habe, also Sparkasse und Sachsenenergie, dass diese riesigen Gewinne dort bleiben, komplett dort bleiben und gleichzeitig wir hier drüber reden, ob denn wirklich das Mobi-Shuttle gebraucht wird. Ja? So, und im Vergleich dieser beiden Bereiche sage ich, das könnten wir uns alles leisten. Wir könnten aus diesen überplanmäßigen Gewinnen Defizite der Verkehrsbetriebe sehr wohl weiter schultern oder der Bäder. Wir müssten nicht darüber reden, ob man dort noch irgendein Bad vielleicht nicht sich leisten kann oder ob man dann grad Wassertemperatur runter regelt aus Spargründen. Müssten wir alles nicht tun. Aber dazu braucht es den politischen Willen, dass nämlich das, was in diesen Unternehmen erwirtschaftet wird, zu uns gehört und dann nach Notwendigkeiten verteilt wird und nicht das Märchen glaubt, dass die Notwendigkeit nur in den operativen Einheiten läge.
Da haben wir uns als Stadt, denke ich, aufs Glatteis führen lassen, sind ordentlich ausgerutscht und sagen jetzt, oh, diese Beulen, die müssen wir ganz aus eigener Kraft heilen, da hilft uns jetzt niemand. Also, das ist mein Petitum an dieser Stelle. Schauen wir mal auf das, was da erwirtschaftet wird und verteilen wir es gerecht zwischen den Eigentümern und den jeweiligen Firmen, sodass alle Notwendigkeiten betrachtet sind und nicht das eine für viel, viel, viel wichtiger erklärt wird und das andere für unwichtig oder verzichtbar. Dankeschön. SPD-Fraktion, Herr Engel, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus meiner Sicht beschreibt diese Vorlage erstmal eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit, denn wir haben ja ein zu 100% kommunales Unternehmen und selbstverständlich müssen wir auch mit den wirtschaftlichen Ergebnissen dieses Unternehmens, eben wenn es eben auch ein Defizit, was beim ÖPNV immer der Fall ist, erwirtschaftet, müssen wir damit in Umgang finden. Wir beschreiben hier in erster Linie das Verfahren, aber haben natürlich da auch noch sehr, sehr viele Diskussionen, die wir führen müssen, vor allem eben in den nächsten Haushaltsverhandlungen. Und da wundert es mich schon sehr, was hier zum Teil für Scheinbilder aufgebaut werden, warum denn jetzt plötzlich man einen höheren Ausgleichsbetrag leisten muss. Und da sollte man dann auch schon erstmal auch zur Kenntnis nehmen, warum ist es denn notwendig, dass wir hier im Moment jetzt auch mehr leisten? Es ist ja nicht einfach, da haben sich ja Dinge verändert. Im Jahr 2020 hat ein neu zur DVB gekommener Busfahrer noch monatlich 2.250 Euro verdient. Und das ist ein Gehalt, was deutschlandweit ganz, ganz am Ende der Skala, selbst im Nahverkehr war. Und das war ein Gehalt, mit dem hat man keine Leute mehr bekommen. So offen muss man das aussprechen. Und wir sind mittlerweile in einer Situation, wo die DVB zum Glück eben auch nach harten Verhandlungen mit den Gewerkschaften jetzt ein Budget hat von 3.300 Euro. Man diskutiert weiter, ob das vielleicht noch weiter auch steigen sollte. Deswegen fährt morgen zum Beispiel auch nichts. Aber wir haben dort einen deutlichen Sprung gemacht von 1.000 Euro. Und das war notwendig, um überhaupt noch Leute dafür zu finden. Weil das ist nun mal eine sehr harte Tätigkeit. Das ist Schichtdienst. Das ist eine Tätigkeit, die sehr viel Verantwortung mit sich bringt, wo wirklich auch viele Menschenleben im Zweifelsfall dran hängen. Und da verdienen die Leute auch eine ordentliche Bezahlung. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen darauf, wie sich auch der Zuschussbedarf an der DVB auch entwickelt. Und das ist ein ganz, ganz maßgeblicher Treiber auch dieser Zahlen. Und da sollte auch eine Stadt guten Gewissens dazu bereit sein, dann entsprechend diese zusätzlichen Beträge auch zu schultern. Und wenn ich hier so ein bisschen auch das Stichwort höre, neue Stadtbahnwagen, auch alles viel teurer, vieles luxuriös, man könnte doch die alten einfach weiter nutzen. Ja, wir haben bei den alten aber zunehmend zum Beispiel das Problem, dass wir gar keine Ersatzteile mehr bekommen. Dass wir de facto alte Fahrzeuge jetzt peu à peu ausschlachten, um die anderen noch am Laufen zu halten, weil man sie eben am Markt nicht mehr hat. Das deutet ja schon darauf hin, dass man vielleicht seine Flotte wieder peu à peu erneuern könnte. Und ehrlicherweise, ich habe manchmal das Gefühl, dass dieselben Leute, die kritisieren, dass man jetzt breite Stadtbahnwagen anschafft, es genau auch kritisiert hätten, wenn wir trotz dieser ganzen Straßenbaumaßnahmen wieder schmale bestellt hätten. Ich glaube, je nachdem, wie man es gemacht hätte, man hätte es immer verkehrt gemacht. Aus meiner Sicht ist die Vorlage hier erstmal vernünftig, aber tatsächlich die entscheidenden Diskussionen, die werden wir in den nächsten Haushaltsverhandlungen auch führen. Weil da wird es nämlich auch darum gehen, finanzieren wir eben nur den Status quo oder begeben wir uns tatsächlich auch auf den Weg, die nächsten Schritte auch auszufinanzieren. Die Konzepte der DVB liegen auf dem Tisch. Ich nenne nur das Stichwort Busnetz Dresden Südwest, wo wir nochmal viele, viele neue Fahrgäste gewinnen könnten. Und aus meiner Sicht müssen wir diese Diskussion dann spätestens Ende des Jahres in der gebotenen Ehrlichkeit auch führen, weil nur dann kann man im Übrigen auch diese ganzen Wünsche, die hier im Raum sind, was zum Beispiel TSMC Nordraum anbelangt, auch ernsthaft erfüllen. Das muss alles realistisch untersetzt werden. Und dazu muss sich dann der Stadtrat Ende des Jahres auch durchringen. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Blüten. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal jetzt die Zukunft mit der Finanzierungsvereinbarung Verlustausgleich für die kommenden Jahre.
In der Vergangenheit haben ja zunächst immer die 40 Millionen Verlustausgleich via der technischen Werke ausgereicht, später die 55 Millionen. 2023 hat man erstmalig den Zuschuss aus dem städtischen Haushalt und mit der Vorlage soll das jetzt quasi fortgeschrieben werden. Steht nicht direkt in der Finanzierungsvereinbarung, aber in den Begründungen mit 23,4 Millionen für 2024 und die Folgejahre 25,5 Millionen. Für uns als FDP-Fraktion stellt sich die Frage, ob dies in dem Umfang nötig ist und jetzt schon in Gänze fortgeschrieben werden sollte. Ja, es wird städtische Zuschüsse für die DVB brauchen. Auch unter optimalen Bedingungen reichen die 55 Millionen aus Verlustausgleich nicht mehr aus. Und ja, wir brauchen einen guten und leistungsfähigen Nahverkehr und die DVB ist im bundesweiten Vergleich sehr gut aufgestellt. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Zuschuss in der Höhe und der Langfristigkeit jetzt vorzuschreiben ist. Aktuell sind viele Punkte offen, beispielsweise im Hinblick auf die Finanzierung des Deutschlandtickets. Und zum anderen wurde aus unserer Sicht bisher nicht nach Einsparpotenzialen gesucht. Die DVB sagt, wir machen das, was im ÖDA, dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag, steht, müssen wir machen. Der Rest des Stadtrates will da nicht wirklich ran. Aber als Stadtrat haben wir immer mal Dinge mitbestellt, die vielleicht nicht oder nicht mehr nötig sind oder deren Mehrwert vielleicht überschaubar sind. Entsprechend fordern wir als FDP zunächst, dort weitere Einsparpotenziale zu suchen. Da erwarten wir auch seitens der DVB Vorschläge, an welchen Punkten man das ein oder andere aus dem ÖDA verringern oder rausnehmen kann, wenn der Mehrwert für Kunden und Qualität überschaubar ist, beziehungsweise nicht im ausreichenden Verhältnis von Kosten und Nutzen steht. Erst wenn dort eine saubere Debatte darüber geführt wurde und auch die klare Konzentration der DVB auf ihr Hauptgeschäft, Straßenbahn und Busse, gelegt ist und Dinge wie die Mobilpunkte raus sind aus dem Sortiment und den Kostenblöcken, erst dann sind wir bereit, auch über die notwendigen Zuschüsse zu diskutieren. Aber bevor das nicht der Fall ist, werden wir keiner Finanzierungsvereinbarung und den entsprechenden Zuschüssen zustimmen. Entsprechend werden wir diese Vorlage ablehnen. Dankeschön. Wird Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. Dissidenten? Nein. AfD, Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Finanzierungsvereinbarung, Verlustausgleich Dresdner Verkehrsbetriebe. Grundsätzlich ist allen bewusst, dass der öffentliche Personennahverkehr ein defizitärer Aufgabenbereich ist und auf Zuschüsse aus dem Gemeindehaushalt angewiesen ist. Bisher wurde dieser Ausgleich des Defizits durch die Technischen Werke Dresden fast unbemerkt von der Öffentlichkeit erbracht. Aufgrund gestiegenen Finanzbedarfs und andererseits beschränkter finanzieller Mittel seitens der Technischen Werke Dresden ist diese alleinige Finanzierung nicht mehr möglich. Im Grundsatz ist die Zwischenfinanzierung seitens DVB ja auch Geld aus dem Gesamthaushalt. Man muss sich ja überlegen, TWD bekommen Geld ja von der Sachsenenergie. Diese erwirtschaftet Geld, indem sie ja Gewinne fährt mit den, ich sage mal so, Strompreisen und Warmwassernetz und Heizungsnetz, also Fernwärme. Dann müsste man sagen, könnte man der Linken ja in dem Sinne recht geben, das sind ja eigentlich Gewinne vom Bürger. Und man könnte die anders verteilen, man könnte aber auch sagen, vielleicht ist einfach die Gewinnspanne zu hoch. Was nicht stimmt, was der Herr Kiesling gesagt hat, ist, dass die Sachsenenergie Übergewinne fährt und diese nicht ausschüttet. Es wurde hier vom Stadtrat beschlossen, Dekarbonisierung, worüber sich die Techniker, wenn man mit denen persönlich spricht von der Sachsenenergie, ja, sich im Bauch halten und sagen, ja, ja, haben wir auch schon mal gehört, aber sie wollen eigentlich 2030 ein neues Kraftwerk an der Nossnerbrücke bauen. Das muss finanziert werden. Also von der Seite her ist klar, es sind eigentlich keine Übergewinne vorhanden. Jedenfalls weiter zum Thema DVB. Was führt nun zum immer größer werdenden Defizit der DVB? Zum einen seitens der Stadt unvermeidbare Kostensteigerungen, das haben wir gehört, in allen Bereichen Löhne, die stark gestiegen sind, was korrekt ist, wo man jetzt sagen muss, die jetzigen Forderungen von Verdi sollte man im Vergleich stellen zur freien Wirtschaft, dann müsste man langsam mal begreifen, dass die freie Wirtschaft eventuell das nicht mehr erwirtschaften kann, aber das ist eine andere Geschichte, gestiegene Materialkosten, Subunternehmerleistungen und zum anderen die teilweise dekadente Art und Weise der DVB und des Stadtrates. Grundaufgabe der DVB ist die Erbringung von Verkehrsleitung für die Landeshauptstadt, was nichts anderes bedeutet, als auf einem festgelegten Liniennetz per Bus, Straßenbahn und Fähre den öffentlichen Personennahverkehr zu erbringen, zusätzlich noch die Dresdner Bergbahn zu betreiben.
Sie können dann gerne reden. Ich weiß, dass Sie viel zu sagen haben, aber ohne Substanz. Was leistet sich die DVB zusätzlich durch Stadtratsbeschlüsse und einseitige Auslegung dieser und auch durch selbstständige Anmaßung der DVB? Erstellung und Betreibung von sogenannten Mobilitätspunkten, was teilweise auch Kosten bei der Sachsenenergie in Form von Ladepunkten etc. verursacht. Kostenlose Fahrradausleihe, derzeit nur kurzzeitig unterbrochen durch das Deutschlandticket. Gezwungenermaßen musste das als Zubuchoption im Moment angeboten werden. Hier werden pro Jahr mehr als 750.000 Euro nur für den Dienstleister benötigt. Zusätzlich Unterhaltung der Ausleihpunkte und Vermarktung und Verwaltung. Auch das noch als Pilotprojekt laufende Anruftaxi ist geplant fortzuführen. Natürlich derzeit Pilotierung in den linksgrünen Lieblingsbezirken und nicht in den eher ländlichen Raum, also den Randgebieten von Dresden. Der Grundauftrag seitens Stadtrat hieß eigentlich eine offene Plattform für Mobilitätsangebote außerhalb des öffentlichen Personennahverkehrs bereitzustellen. Dies bedeutet nichts anderes, dass Anbieter von Fahrradausleihen, E-Scooterausleihen, Carsharing-Angeboten etc. ihre Produkte auf dieser Plattform anbieten können und so der Bürger seine Fahrt komplett von Haustür zu Haustür planen kann. Hier ist keinerlei Rede von eigenen Angeboten, die auch noch defizitär sind. Diese ganzen nicht beauftragten Leistungen schlagen mit mehreren hunderttausend Euro pro Jahr Kosten zulasten des Gesamthaushaltes und auf der Gegenseite an der Gehweginstandsetzung zum Beispiel wird bei uns gespart. Ja? Auch hier ist seitens der DVB eindeutig die Handschrift einer ideologischen Verkehrspolitik zugunsten von Bus, Bahn und Fahrrad erkennbar. Jedoch sollten alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sein. Und wenn Sie unterwegs sind im Winter und es liegt Schnee oder es regnet und es ist kalt, haben Sie von den im Moment, gehen wir mal jetzt aus, im Sommer 100% Fahrradfahrern, haben Sie von diesen 100% Fahrradfahrern noch 15% Hardcore-Biker. Der Rest steigt um ins Auto. Ja. Daher fällt eindeutig im Zukunftskonzept der Abkehr von diesen nicht beauftragten Angeboten und Fokussierung auf den eigentlichen Auftrag. Kostensenkung, hier nochmal gesagt, es geht nicht um die Einsparung von Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs. Weiterhin gibt der Stadtrat hier sein Okay für eine ungebremste Ausgabenpolitik, da nicht vorgesehen ist, den Zuschuss jedes Jahr durch die vom Bürger gewählten Stadtratsmitglieder absegnen zu lassen. Nein, es ist so eine Art Automatismus mit Finanzierungsvorgriff über die nächsten Dekaden, kann man schon fast sagen. Dieser Vorlage kann daher im Sinne verantwortungsvollen Umgangs mit Steuergeldern der Bürger nicht zugestimmt werden. Dankeschön. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Herr Heinz, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich rede auch gleich zu beiden Anträgen, die jetzt folgen. Wir stimmen natürlich beiden Anträgen zu. Hier geht es um die Unterstützung der DVB und es geht auch um die Stärkung, um die Kräftigung der technischen Werke als Konzernholding, in dem die DVB und die Bäder Kredite, die die DVD gegeben haben, zurückfahren kann. Und das beides ist quasi, wenn man so will, schrittweise hier vorgeschlagen. Das macht es auch umso besser, weil nämlich dadurch auch quasi mindestens im Doppelhaushaltsrhythmus auch darüber entschieden werden kann, wie ja schon angesprochen wurde, dass man gegebenenfalls zum Beispiel vielleicht aus Gewinnen der Sachsenenergie irgendwann auch für die Stadt wieder was herausnehmen kann. Es ist also ein sehr sinnvoller Vorschlag, das schrittweise jetzt hier diese Beschlüsse entsprechend herbeizuführen. Ich will aber mal, lieber Thilo Kiesling, darauf eingehen, dass jetzt hier die Mehr immer wieder erzählt wird. Wir hätten uns nicht dafür eingesetzt, dass zum Beispiel aus der Sparkasse auch Gewinne mit für die Stadt genutzt werden. Also hast du, genau, die Stadt, es war aber auch die ganze Stadt, muss man in dem Fall fairerweise sagen, auch der OB, man kann das hier nie so ausführlich sagen in der Öffentlichkeit, aber auf jeden Fall lag es nicht an der Stadt, dass aus der Sparkasse bisher jetzt nicht irgendwie Ausschüttungen an die Stadt erfolgen. Das ist zur Richtigstellung. Und bei der Sachsenenergie gibt es, mal abgesehen von der Regelung, die bei der Fusion entsprechend getroffen wurde, aber auch eben die großen Herausforderungen, was die Energiewende angeht, sodass die Sachsenenergie zurzeit eben keine zusätzlichen Ausschüttungen noch leistet, weil eben diese Eigenkapital
Quote, die da festgelegt wurde, noch nicht überschritten wurde. Ich will auch noch mal kurz, weil es auch hier, glaube ich, noch mal als Stichwort viel sage, ja, wir haben noch mal darauf hingewiesen, bei der Fernwärme sollte die Sachsenenergie marktgerechte Preise haben, weil wir haben ja die höchsten Preise mit in Deutschland. Und das hat zwei Aspekte auch für die Sachsenenergie selber, denn wir sind in der Energiewende und bevor sich Menschen entscheiden, selber sozusagen entsprechend Anlagen vielleicht einzubauen der erneuerbaren Energien, ist es besser, sofern dort Ausbau passiert bei der Fernwärme, dass sich dort angeschlossen wird. Aber wenn die Fernwärmepreise so hoch sind wie jetzt, dann ist dieses die Bereitschaft dazu wahrscheinlich geringer. Also es hilft auch der Sachsenenergie selber und es hilft gerade, wenn ich da wieder auf euch Linke denke, den Menschen, die jetzt die Fernwärmepreise bezahlen und die wohnen vor allem in den Großsiedlungen. Das heißt, es sind eher die einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten in Dresden, wenn man das im Durchschnitt sieht, auch ganz direkt und nicht erst in ein paar Jahren. Also von daher ist, glaube ich, diese Forderung mit der Fernwärme nochmal zu gucken bei den Preisen auch sinnvoll. Das sind aber alles erstmal Belastung sozusagen für die Sachsenenergie. Ich will noch mal die CDU ansprechen, was die DVB angeht. Sie haben gesagt, Mobi-Shuttle zum Beispiel ist so ein sehr zweifelhaftes Angebot. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in Haushaltsverhandlungen sicherlich zu Recht, aber mit durchgesetzt haben, dass für den Dresdner Westen zum Beispiel da eine Ergänzung des Angebotes erfolgt. Und die Mobi-Shuttle sollen genau jetzt, wenn man sie weiter ausbaut, genau in den Randgebieten von Dresden im Schönfelder Hochland, wo auch da entsprechender Ortschaftsratsbeschluss da ist, ausgebaut werden, auch in anderen Ortschaftsgebieten. Also das ist nicht irgendwie was, was eine Ergänzung also umsonst ist oder keinen Sinn macht, sondern es ist genau eine sinnvolle Ergänzung, damit auch da die Menschen mit dem öffentlichen Verkehr fahren können. Und die DVB waren immer so ein bisschen wurden jetzt ein bisschen angezählt. Da muss erstmal geguckt werden, ob sie nicht sparen können. Ich glaube, das kann man hier auch öffentlich sagen. Im Durchschnitt in Deutschland fahren die DVB sehr effizient. Sie haben sozusagen geringere Betriebskosten für den Fahrbetrieb. Und das liegt auch an der Beschleunigung, die wir hier in Dresden versuchen, relativ konsequent durchzuführen. Und da muss ich auch wieder auf CDU und FDP nochmal hinweisen. Sie versuchen immer mal wieder mit Beschlüssen diese Beschleunigung zu torpedieren. Das halten wir für falsch, denn so mit der Beschleunigung durch entsprechende Ampelschaltung, durch vielleicht auch eine Spur wie auf der Tolkewitzer Straße, können wir entsprechend effizienteres Fahren erreichen. Wir werden im nächsten Stadtrat sicherlich auch wieder über die Vorlage Anwohnerparken sprechen müssen, die zwar nicht direkt mit der DVB verkoppelt ist, aber die natürlich zusätzliche Einnahmen vielleicht für die Stadt generieren kann. Und man muss sagen, das Anwohnerparken wird immer auch hier so ins schlechte Licht gerückt. Wenn ich zum Beispiel an die Umgebung vom Uniklinikum denke, muss ich ganz klar sagen, es hilft wirklich auch den Anwohnern dort, dass eben die Menschen, die zur Arbeit mit dem Auto ins Uniklinikum fahren, auch wirklich das Parkhaus nutzen und nämlich nicht die Anwohnerstraßen vollparken. Und da können wir zwei Fliegen beschlagen. Also, wir werden noch einiges zu diskutieren haben in dem Zuge, aber jetzt stimmen wir erstmal beiden Anträgen zu. So, damit sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen, Herr Mattis und dann Herr Böhm. Ja, Herr Oberbürgermeister, liebe Damen und Herren, also ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal vorkomme. Zur eigentlichen Vorlage hat mein Kollege Thilo Kiesling eigentlich alles Erforderliche gesagt. Es ist genügend Geld da, wir müssen die politischen Prioritäten anders setzen. Es gibt dort kein Problem mit dem Geld. Was mich aber jetzt geärgert hat, ist wirklich der Blindflug von Herrn Blödner von der FDP. Und zum wiederholten Mal wird immer derselbe Unsinn erzählt. Sie erzählen hier was von Mobi-Punkten, die das Problem sind. Wissen Sie, sind keine Verluste der DVB, sondern die DVB war über Jahre, Jahrzehnte unterfinanziert. So unter anderem auf dem Knochen der Beschäftigten. Wir haben das heute schon von Herrn Engel gehört, die weit unter branchenüblichen Gehältern bezahlt wurden, die ganz am Schluss, am Ende der Liste standen. Und das machen die logischerweise nicht mehr mit. Und deshalb ist jetzt ein ganz anderer Finanzierungsbedarf da. Das ist völlig normal. Das hat aber nicht mit Verlusten zu tun, sondern die Leute wollen endlich anständig bezahlt werden.
Und Sie haben gefeiert, auch die FDP, insbesondere jetzt hier den taiwanesischen neuen Chip-Hersteller in Dresden mit seiner Großinvestition. Da haben wir ja nicht genug mitgefeiert, das ist uns ja vorgeworfen worden. Aber wissen Sie, was das auch für die DVB bedeutet? Einerseits wird von ihr erwartet, dass sie gleich mal die Straßenbahnverbindung hinbauen, 40 Millionen sind dafür mal veranschlagt, 40 Millionen alleine dafür. So. Und andererseits ist dort Angst da, dass natürlich dieser neue Ansiedlung auch Fachpersonal in Größenordnung, technisches Fachpersonal aus der DVB raussaugen wird. Sie wird ein riesengroßes Problem haben. Und da ist natürlich die Frage, wie kann sie bezahlen, wie kann sie die Leute halten, ganz entscheidend mit. Und natürlich müssen wir dieses Problem lösen. Und da ist das, ganz ehrlich, Herr Blödner, das Gerede von Mobipunkten, Entschuldigung, die Kosten, die dafür anfallen, spielen überhaupt keine Rolle in dem Zusammenhang. Das ist so ein Dummdiedeldei, was Sie da immer erzählen. Und das hat mich so geärgert. Danke. Und jetzt Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie hat der Kollege Mattes gesagt? Dummdiedeldei. Also ich vermag mich jetzt mal so zu erinnern, das sind 2,5 Millionen ungefähr bis 3 Millionen, die Mobi-Welt betreffen. Also ganz so Dummdiedeldei ist es dann auch nicht. Vielleicht noch mal ein paar klare Worte. Mein Kollege Peter Krüger hat ja aus finanzieller Sicht klargestellt, warum wir der Sache jetzt zustimmen, weil es erstmal ein Verfahrensvorschlag ist. Was es aber nicht ist, aus unserer Sicht, es ist ein Freibrief für die DVB, im Aufsichtsrat zukünftig Dinge zu beschließen, die sozusagen, weil es ja dort auch andere Verhältnisse sind, die zum Schluss im Stadtrat überhaupt nicht gewollt sind in der Gänze. Dass wir das, was der ÖDA an sich fordert, nämlich Busbahn, Bergbahn und die Fähren, die bislang vereinbart sind, dass das auskömmlich finanziert werden muss, dort sollten wir uns hier alle einig sein. Uns gehört auch zur Wahrheit, und da gucke ich auch mal Richtung FDP, da gibt es in diesem Bereich wenig einzusparen. Aber die Frage ist, wo geht die Zukunft hin? Und da müssen wir uns ehrlich machen und müssen ganz klar Prioritäten setzen. Und die Prioritäten sind eben da, es wurde heute schon gesagt, im Dresdner Norden, mit der Anbindung, das muss die Hauptpriorität sein. Und dann müssen wir schauen, wie wir in den Ortschaften, ob das im Schönfelder Hochland ist, ob das im Norden ist und ob das im Westen ist, wie wir dort Verbesserungen hinkriegen. Nur was nicht passieren kann, liebe Grüne, dass Sie sich jetzt in den Ortschaften hinstellen und überall den Leuten einreden, man kann das mit dem Mobi-Shuttle problemlos lösen. Ich kann mich an Kostengrößenordnungen von 10 Millionen Euro pro Großraumbereich erinnern, die das kosten würde, wenn man das gut tut. Und das geht wohl über das, was der Haushalt darstellen kann, deutlich hinweg. Was wir machen müssen, ist, dass wir dort oben eine ordentliche Linienanbindung hinkriegen, dass die Hauptlinien und die Schülerverkehre laufen. Denn wir wissen alle, wie es im Dresdner Westen ging. Also eins ist klar, die DVB kann im Aufsichtsrat nicht beschließen, was sie möchte. Und wir tun das als Stadtrat dann, ohne dass wir einen Einfluss haben, einfach nur bezahlen. Nein, das erwarte ich auch vom Oberbürgermeister, dass es hier nochmal einen Verfahrensvorschlag gibt im Nachgang, wie der Stadtrat angemessen beteiligt wird, wenn der Wirtschaftsplan der DVB, nachdem er beschlossen ist und auf dem Weg zum Haushalt. Dort erwarten wir einen Verfahrensvorschlag, wie dort nochmal ein Prüfprozess und eine Abstimmung mit dem Stadtrat erfolgt. Danke. Und jetzt Herr Lichtig. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zu Anfang der Debatte haben ja die Rednerinnen und Redner zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich hier eigentlich um eine formale Geschichte handelt. Und jetzt hat sie es wieder zu so einer Grundsatzdebatte über die Zukunft der DVB und des öffentlichen Personennahverkehrs in Dresden entwickelt. Aber da waren doch auch schon sehr interessante Töne in einer Klarheit zu hören, wie was sie bisher nur vermuten mussten. Also Herr Blödner und die FDP haben sich jetzt dazu bekannt, dass sie alle Themen, die jetzt nicht unbedingt mit Straßenbahn und Bus zu tun haben, gerne abschaffen wollen, weil sie glauben, also eine absurde Milchmädchenrechnung, wurde ja auch schon gesagt, sie könnten damit die DVB sanieren.
Was mich jetzt gewundert hat, was hier natürlich in der Debatte überhaupt nicht vorgekommen ist, weil ja meine Fraktion die einzige ist, die dieses Thema jetzt schon eine ganze Weile reitet. Wir könnten ja auch schlicht und ergreifend die dritte Finanzierungssäule für die DVB endlich mal einführen. Ich spreche von den Bewohnerparkgebühren, die immer noch bei einem unglaublich unverschämt niedrigen subventionierten Preis von 30 Euro, passen Sie auf, meine Damen und Herren, an den Endgeräten, nicht im Tag, nicht im Monat, sondern im gesamten Jahr 30 Euro für einen Parkplatz in der Stadt für 30 Euro. Ja, das ist sozusagen irgendwie unzumutbar, das auf ein bundesweit normales Niveau anzuheben und so weiter. Übrigens eine Maßnahme, die der Oberbürgermeister von sich aus einführen könnte, nach unserer Meinung auch einführen müsste. Der Oberbürgermeister ist ja ganz froh und stolz, dass diese Debatte jetzt so an ihm vorbeischwappt, dass seine Verantwortung dafür nicht mehr aufscheint. Aber meine Damen und Herren, warum ich jetzt hier nochmal vorgegangen bin, die Debatte war schon sehr interessant und sehr spannend und ich bringe es mal jetzt, sage ich mal, auf den Punkt. Wenn hier die Rechte nach dem 9. Juni eine Mehrheit hat, wird es zu Kürzungen, auch Streckenkürzungen, auch Taktkürzungen bei der DVB kommen müssen, weil die Rechte nicht bereit ist, das notwendige Geld bereitzustellen. So. Und da, Herr Böhm, ich bin ja mit Ihnen völlig einig, dass wir die Linie 8 priorisieren müssen. Völlig einig. Aber das können Sie sich sowas von abschminken, wenn Sie Ihre Politik mit Ihren rechten Freunden, wir haben ja jetzt die neue rechte Einheitsfront heute endgültig kennengelernt, wenn Sie diese Politik durchsetzen. Und deswegen ist es, nehme ich Ihnen auch persönlich nicht ab, Herr Böhm. Sie sitzen im Aufsichtsrat und beschweren sich darüber, dass der Stadtrat ja nicht so entscheidet. Sie sitzen im Aufsichtsrat und treffen diese Entscheidung und dann stellen Sie sich hier hin und beklagen sich darüber. Ich finde, das ist nicht besonders ehrlich und nicht besonders glaubwürdig, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Sie planen tatsächlich Kürzungen bei der DVB nach der Wahl. Und das müssen die Dresdnerinnen und Dresdner auch wissen. So, das hat weitere Redner motiviert, auch zum Mikrofon zu schreiten. Erst Herr Wirtz, dann Herr Pinkert. Ja, Herr Licht, die geht gerade. Ich wollte gerade mit ihm reden, aber das ist vielleicht auch für Sie interessant. Herr Licht, die reitet ja gern das tote Pferd des Bewohnerparkens durch die Stadt. Und dem muss man wieder entgegentreten. Er hat offensichtlich die vielen Vorlagen, die wir gerade bekommen haben, nicht gelesen. Also das Verkehrskonzept Löbtau, da steht drin, Bewohnerparken ist nicht zulässig, nicht angebracht, weil der Parkdruck durch die Bewohner erzeugt wird und nicht durch externe Parker. Bewohnerparken ist grundsätzlich nur zulässig, wenn externe Parker den Parkdruck verursachen. Dann wird Parkgebühren angeordnet und die Bewohner können sich mit einer Parkkarte davon befreien. Die Parkkarte ist keine Vermietung eines Anwohnerparkplatzes, sondern die Befreiung von einer Parkgebühr im Wohngebiet. So hat der Gesetzgeber das bestimmt. Die Gebühr kann jetzt beliebig angehoben werden durch die Kommunen, aber die Kommune ist nicht frei, wo sie das anordnet. Abgesehen davon, dass wir auch schon herausgearbeitet haben, dass solche Gebühren im Haushalt nicht zweckgebunden eingesetzt werden können, sondern dass sie im Prinzip frei im Haushalt zur Verfügung stehen, nicht zu einem bestimmten Zweck. Jetzt kommt noch Folgendes hinzu. Wir haben jetzt bekommen das Lärmschutzkonzept in Löbtau. Dort ist Bewohnerparken vorgeschlagen und wen treffen wir dort? Dort treffen wir mit Gebühren die Angestellten des Krankenhauses Friedrichstadt und die Anwohner in Friedrichstadt, die ihr Auto im öffentlichen Raum parken. Wir bestrafen also Leute für Autobesitz, die in Brennpunkten wohnen, wo im Prinzip durch teilweise wichtige Arbeitgeber, wie zum Beispiel Krankenhäuser, das betrifft zum Beispiel auch das Uniklinikum beim Ausbau der Augsburger Straße, die werden getroffen und nicht die Allgemeinheit und vor allen Dingen auch nicht die, die viel Geld haben, ihr Auto auf dem eigenen Grundstück parken können. Insofern ist das keine geeignete Art, hier eine Finanzierung herbeizuführen. In anderen Städten haben solche Parkgebühren in Krankenhäusern auch zu Protesten, zu Kündigungen geführt. Das können wir uns nicht leisten. Insofern ist das, was Herr Lichti hier vorschlägt und durch die Stadt trägt, kein Weg, um in irgendeiner Weise Geld hier zu prägen. Vielen Dank. So, als nächster Redner Herr Pinkert, dann nochmal Herr Böhm. Also, Herr Lichti, wenn Sie zugehört haben, ja, hatte ich eindeutig gesagt in der Rede, dass der ÖDA
nicht zur Debatte steht. Er steht nirgendwo zur Debatte, unsere Buslinien, unsere Straßenbahnlinien oder Fährverbindung oder unsere Bergbahn. Das steht ja gar nicht zur Debatte. Es geht ganz einfach um die zusätzlichen Ausgaben, die wir uns leisten, die auf den Prüfstand müssen. Und wenn Sie unser Wahlprogramm besser kennen als ich, muss ich sagen, haben Sie uns was voraus, weil sowas finden Sie bei uns nie, sowas finden Sie vielleicht bei anderen. Des Weiteren muss ich noch sagen, Herr Licht, Sie schimpfen über alle möglichen Leute, diffamieren diese Leute, haben auch mich diffamiert. Wissen Sie, was man daran merkt? Das betrifft eigentlich die ganze rot-grüne Front hier vorne. Sie haben sich mit uns bis jetzt nicht beschäftigt, ansonsten wüssten Sie es besser. Danke. Und jetzt Herr Böhm, und dann hoffe ich, dass wir zur Abstimmung schreiten können. Bitte schön. Okay, ich würde das gleich mal von hier vom Platz machen. Der Kollege Lichti, ich weiß nicht, ob er wieder da ist, aber mal zur Klarstellung. Es ist eine infame Unterstellung und Lüge, hier zu behaupten, dass die CDU nach der Wahl beim ÖPNV Einsparungen vornehmen will. Das mal hier zur Klarstellung fürs Protokoll und für den Livestream. Das ist eine Unterstellung, die nicht zutreffend ist. So, meine Damen, meine Herren, bevor wir dann schon dem Herbst vorgreifen und dem Juni, Herr Lichti, runterfahren, wir kommen zur Abstimmung. Und abstimmen wollen wir jetzt den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 45 Ja-Stimmen, 21 Nein, eine Enthaltung, damit beschlossen. Bringt uns zum